Hallo, willkommen zurück bei der dritten Folge unserer kleinen Multipartie gegen den Dude Man. Wir sind bei Static Command World in Europe 1942. Wir sollten heute den Fall von Polen sehen. Ich konnte jetzt kaum noch Truppen schicken, um Warschau zu verteidigen. Und aus dem Grunde wird wahrscheinlich diese Runde relativ kurz werden. Aber schauen wir mal rein. So, ja, ich wirke etwas verschnupft, bin ich auch, mal schauen, wie es so läuft. Ja, damit ist Warschau gefallen und Polen ist vernichtet. Die ersten Truppen ziehen schon Richtung Grenze. Und ohne jetzt irgendwelche, ja, Angriffe noch durchzuführen, das heißt, die werden jetzt Richtung französischer Grenze verlegt und dort wird es jetzt auch etwas ernster. So, meine Garnison bekomme ich. Ich habe ein paar Einheiten durch den russischen Vertrag bekommen. Modellin-Armee wurde zerstört. Warschau ist gefallen. Damit hat Polen kapituliert da. Das Deutsche Reich besetzt Polen. Die UdSSR besetzt Ostpolen. Und die Norwegen-Route wurde mit gar nicht so wenig MPP geplündert. So. Ein strategischer Rat. Was bedeuten der britische Expeditionskorps für die französische Moral? Um die Moral der Franzosen für den Fall der deutschen Invasion zu stärken, sollten wir mindestens zwei Einheiten in Frankreich bleiben. Besser wären fünf oder mehr, falls es möglich sein sollte. Setzen Sie die Einheiten ein, um Paris, Nordostfrankreich, die Maginot-Linie zu verteidigen. Falls wir nicht die Deutschen marschieren Frankreich ein, wird die Moral der Franzosen schnell abnehmen und die frühzeitige Kapitulation führen. Die Franzosen verlassen sich auf unsere Hilfe. Wie es 1914 auch schon mal gewesen ist. So, sowjetischer Bericht. Truppenverteilung. Die Roten Armee in einem möglichen Konflikt. Marschall Stalin und das Stava hat den Fall, dass wir angegriffen werden, angeordnet, dass unsere Truppen an den angeordneten Positionen aufgestellt werden. Alle Landeinheiten werden eine Stärke von 7 aufweisen, Seeeinheiten eine Stärke von 10. Nordostfront, ein Befehlshaber, ein Schützenkorps, ein Kriegsschiff, ein Lechterkreuzer, ein U-Boot. Nordwestfront, ein Schützenkorps, mechanisches Korps, Jagdflugzeug, taktische Bombereinheit. Westfront, ein Befehlshaber, zwei Schützenkorps, mechanische Korps und Jagdflugzeuge. Und an der Südfront, zwei Schützenkorps, mechanische Korps, ein Jagdflugzeug, eine mittlere Bombeeinheit. Zusätzlich leichte Panzer in Minsk. Nur, das ist schon mal gar nicht schlecht. Weil das gab es früher nicht. Man hat sich überraschen lassen, was passiert, wenn die Russen in den Krieg kommen. Wo bekomme ich denn welche Einheiten? Das heißt, ich werde mir hier ganz genau diesen Einheit mal angucken und mir mal nachschauen, wo die hingesetzt werden, ob sich da etwas geändert hat. So, eine Entscheidung. Französischer Ministerpräsident Edouard Laleine. Die Kommunistische Partei Frankreichs hat den Krieg in Auseinandersetzungen zwischen kapitalistischen Staaten bezeichnet und gefordert, dass wir uns mit Hitler einigen, wenn wir nicht aufpassen, dass unser Einfluss der kommunistischen Armee wachsen. Dies würde zu einer Unzufriedenheit führen, um wiederum die Effizienz unserer Truppen zu verringern. Aus diesem Grund sollten wir entgegen gegen die Partei vorgehen, indem wir die Verbreitung unserer Aktivitäten vorbehalten. Wenn wir dies tun, verhindern wir Unzufriedenheit damit und hört unsere nationale Moral um 1000 Punkte. Die USA würde in dem Fall als Feindseligkeit um 3 bis 5% weniger in unsere Richtung tendieren. 3 bis 5%, das sind in Russland doch Geld. Information. Die Kommunistische Partei wurde die Molotow-Ribbentrop-Pakt 1939 stark geschwächt und da viele Aktivisten nicht verstehen konnten, dass die UdSSR gemeinsame Sache mit dem Deutschen Reich machen konnte. Die französische Regierung nutzte die Situation und fasste den Entschluss, die Kommunistische Partei Frankreichs zu verbieten. Da werde ich ablehnen. So, Entscheidung. Hauptquartier des Deutschen Roten Armee. Um die Auffälligkeit von Leningrad gegen die Angriffe im Norden zu minimieren und zugleich die finnische Armee zu schwächen, sollten wir Finnland zwingen, die Gebiete an uns abzutreten. Sie könnten die Kontrolle den Gebiete Norwegen zu. Wollen wir Finnland? Ich möchte.
So, ich bekomme eine Pioniereinheit und ich werde mich jetzt mal ein bisschen meine Lage planen und mal schauen, was jetzt so alles läuft. Bis gleich. Ich wieder zurück. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und ich würde sagen, damit ich halt die normale Reihenfolge anhalten, ich würde mit England anfangen, dann Frankreich machen. Ne, andersrum, erst Frankreich, dann England und dann Russland. So, also, wie wir letztes Mal festgestellt haben, in Diplomatie ist Finnland jetzt schon bei 13%. Das heißt, ich hoffe natürlich noch, dass die noch etwas steigen werden, aber langsam bräuchte ich auch etwas Geld für die Truppen hier in. Ansonsten gebe ich ihm die Chance, über die Maginot-Linie zu ziehen. Und dann habe ich natürlich ein paar Probleme. So, ihn werde ich erstmal upgraden auf Stufe 1. Das heißt, falls er mit Fliegern angreift, habe ich natürlich eine viel bessere Jagdfliegerabwehr. Mit ihm könnte ich hier die Minen bombardieren. Moment. Wo haben wir es da? Klick, da ist eine Mine mit die Saarmine. Ich habe hier einen Bomber, das heißt, ich könnte hier mit, wo war sie? Genau hier, ihnen ein bisschen Einkommen stehlen. Und das sind ganze, wenn man mal guckt, Mine. Ah, hier steht es nicht, wenn ich hier quasi normal auf das Feld klicke. Haben wir hier unten 14 MPP bringt ihnen das jede Runde. Das heißt, diese wären dann weg. Aus dem Grund würde ich jetzt einfach doch mal, hier war die Mine, das heißt, ich fliege einfach mal und schau mal, wie stark die Fliegerabwehr hier ist. Ich habe einen Geleitschutz, das heißt, ihn kostet das genauso viel wie mich. Mal vielleicht sogar mehr. So, 2 MPPs weniger, aber die Mine hat jetzt noch eine Stärke von 12. Und ich fliege noch einmal. Diese Fliege muss er reparieren. Ich sehe. Muss gleich mal schauen, ob er. Eigenschaften, Jagdflugzeuge. Schade, ich sehe es nicht. Schade, ich hätte es gern gesehen, ob er Jagdflieger Stufe 2 oder Stufe 1 hat. Aber so, das ist doch schon mal ganz gut. Das heißt, er hat hierdurch ein paar MPPs verloren, hat noch eine MPP-Stärke von 10. Das wird jede Runde etwas weniger und mein Bomber, gut, sind halt so, wie sie sind. Dann wollte ich Forschung. Ich würde gerne Marinewaffen forschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Produktionstechnologie und Industrietechnologie. So, was das Problem ist, ich kann entweder die beiden forschen oder Marinewaffen forschen und etwas anderes noch tun. Jetzt ist die Frage, was wichtiger ist für England. Produktionstechnologie ist für die Reparaturen ganz relativ wichtig, aber Marinewaffen sind eigentlich für das Halten und Überleben von England sehr wichtig. Aus dem Grund werde ich hier den Punkt hineinstecken. Jetzt habe ich noch 79 übrig und jetzt kann ich erstmal nichts mehr forschen. Und das Einzige, was ich noch machen könnte, ist hier die Einheiten auf Stufe 10 zu bringen, um einfach die dann schon mal sich eingraben zu lassen. Das ist ein Korps und eine Armee. So, damit ist das Geld ausgegeben. Damit könnte ich die schon mal hier an die Stellen verteilen, wo ich sie bräuchte. Er bleibt in Le Havre und dann werde ich hier versuchen, den Norden Calais und hier verteidigen. Am besten werde ich eine Einheit hier hinstellen und hier hinstellen, um dann hier zu flüchten, falls der Deutsche dann relativ schnell kommt. Gut, aber jetzt habe ich doch mit England angefangen, nicht mit Frankreich. Gut. Der Franzose hat 91. Ich könnte jetzt forschen, aber ich muss doch mal irgendwann mal eine Armee in Schuss bringen und hoffen doch, dass die ersten Ergebnisse mit Finnland gegenüber doch etwas gebracht haben. So, dann habe ich die Kurmuten Calais und hier und dort. Den kann ich noch und den Rest spare ich. So, das war's schon an der Front. Mehr passiert hier nicht. Hier oben lasse ich noch so stehen, wie sie stehen.
Mit dem U-Boot werde ich etwas erkunden gehen. Ich werde ihn hier stehen lassen, falls er hier rauskommt. Wird er natürlich sofort auf die U-Boote auflaufen. So, mit ihm werde ich hier hingehen und den norwegischen Zerstörer setze ich mal in den Hafen. So, einfach um etwas. Ja, man kann ja relativ gut mit denen scouten und schauen, wo hier doch feindliche Schiffe sind. So, das noch als Schutz. Postieren und damit ist das Thema liegt durch. Das war die, nein, das war nicht die Flotte. Ich habe noch hier mein U-Boot. Aber ich habe keine Plünderung irgendwo gesehen. Aus dem Grund vermute ich mal nicht, dass er sich auf den Cherbourg auf den Handelsrouten befindet. Schauen wir mal. Aus dem Grund muss er sich irgendwo anders mit seinem U-Boot befestigen. Ich vermute mal, er hat sich irgendwo hier mitten im Atlantik verkrochen und wartet ab, bis hier irgendwo Frankreich gefallen ist und lässt mich mit der Handelsroute in Ruhe. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für mich, da ich dadurch relativ viel Geld zur Verfügung habe und dann halt auch die Verteidigung von ja, England planen kann, etc. Gut, damit das, mit ihm gehe ich weiter nach vor. Er wird sich hier in Prešimäš, in Lemberg eingraben. Ja, der russische Schlamm ist da. Ich hier ein Chor. Ein Chor ist vollkommen in Ordnung. Brest-Litovsk. Du gehst nach da. Du wirst nach da gehen. Schreibst dich dort ein. Und in Grodno würde ich gerne noch jemand haben, aber da muss ich schauen, wie ich am besten hinkomme. Am besten darum, er geht hier runter und sich in Grodno eingraben. Diese Einheit werden hier hingehen. Er bleibt erstmal noch dort stehen. Ja, dort, bis ich hier das Baltikum auch erobert habe. Und ein Befehlshaber, du bleibst erstmal hier. Und ich versuche, Gommel hier drei Verteidigungen zu bauen. Und dann den Rest werde ich hier und hier in Kiew setzen. Das heißt, hier diese Linie, da habe ich hier den Russland auch. Russland relativ frei und muss schauen, dass ich hier diese Linien halten kann. Vielleicht werde ich hier auch noch eine Verteidigungslinie bauen, aber er wird mich wahrscheinlich überspringen. Aber, oder hier. Wenn er hier natürlich durchbricht, hat man immerhin gut einen Keil hier nach unten. Aber das werde ich sehen. Ich werde mal schauen, wie schnell er in Russland vormarschiert und damit wird sich wahrscheinlich die ganze Strategie etwas entscheiden. So viel dazu. Das heißt, das Geld werde ich erstmal sparen und da habe ich etwas für Forschung übrig. Ich könnte Logistik forschen. Infanteriekrieg habe ich nicht forschen. Aus dem Grund war es das mit Russland. Wie gesagt, da habe ich nur eine Einheit. Dem müsste ich hier noch nach. Werde ich hier diese Richtung erziehen. Wie gesagt, jede Stadt, die verteidigt ist, bringt ihm weniger, hat er schwieriger zu erobern. Und aus dem Grund muss ich hier natürlich noch Truppen und Einheiten einsetzen, die dann diese Ternopil und alles Mögliche an Truppen verteidigen. Das heißt, er hat Probleme, ich habe Probleme. Und wenn ich Infanteriewaffen relativ zügig schnell oben habe, habe ich auch eine gute Verteidigung. Gut, damit beende ich meine Runde.
Mein Einkommen. Ah, der Amerikaner. Ha, Forschung. Amerikaner, was kann er denn forschen? Nichts. Produktionstechnologie könnte ich forschen. Infanteriekrieg. Eigentlich braucht der Geld. Weiterentwickeltes U-Boot? Nein. Schwere Bomber wäre gut. Marinewaffen 2 wäre gut. Seekrieg. Luftkrieg. Befehlskontrolle. Ja, alles. Truppen, was ich später mal bräuchten, brauchen tu. Aus dem Grund werde ich jetzt mal Produktionstechnologie forschen. Das heißt, meine Truppen sind billiger, auch billiger in Unterhalt und Reparatur. Und den Rest spare ich mir einfach. Damit übergebe ich wieder mein, in die Achse an den Dude Man und schau mal, was er nächste Runde so tun wird. Meine Vermutung wird sein, wenn ich nochmal dazwischen greife, er wird hier die Truppen, die hier stehen, in Polen jetzt gerade erobert haben, langsam ohne Verlegung hier an die Grenze postieren und so im Anfang nach dem Winter Holland und Belgien angreifen. Und da, bis dahin muss ich gerüstet sein, das heißt, hier müssen die Truppen eingegraben sein und die ja, Armeen soweit. So, den kann ich noch nach oben ziehen und ihn wegen Fliegerangriffen. Ganz wichtig, falls er Fallschirmjäger-Springer hat, das würdet ihr hier rüberspringen und hier meine ganzen Einheiten quasi ja, erobern. Aber die ganze Strategie, wie ich jetzt Frankreich verteidige, werde ich noch in Ruhe ausarbeiten und euch dann die nächsten Runden zur Verfügung stellen. Gut, ich bedanke mich noch einmal und wir sehen uns in der nächsten Runde. So, beenden. Ja. Französische Moral wird geschwächt durch die Verlust von Polen. Das Deutsche Reich feiert den Sieg über Polen. Naja, war ja jetzt nicht so schwierig. Eine Entscheidung. Der erste Lord der Admiralität Winston Churchill drängt uns, zwei irische Häfen zu besetzen, um Royal Navy Stützpunkte zu verschaffen, weil die bei uns Bestrebungen helfen würden, ihre Schiffe auf U-Boot-Angriffe zu schützen. Die Häfen liegen auf der Südküste Irlands. Da wurde letztes Jahr im Rahmen der Anglo-irischen Vertrags von 1921 Marinestützpunkt hatten. Irland verfügt nicht über ausreichend militärische Mittel, um eine Wiederbesetzung der Vertragshäfen zu hindern. Allerdings müssen wir entsprechende politische Konsequenzen für unser USA rechnen, wenn unser Plan umsetzen. Auf der anderen Seite würde ein solches Aktion über den strategischen Vorteil nationalen Moral stärken. Wollen wir den Befehl erteilen, die Häfen von Cork und Waterloo besetzen? Information. Wenn Sie ja sagen, gehen die Häfen von Cork und Waterford unter unsere Kontrolle und wir können sie mit unseren Schiffen einsetzen. Allerdings erlangt Irland im Falle eines Kriegseintritts die Kontrolle über die Häfen wieder zurück. Auf politischer Ebene würden die Aktionen sorgen, dass Irland 10 bis 12 Richtung der Achsenmächte tendiert. Okay. Die Tendenz der USA in Richtung Alliierten würde 4 bis 6% abnehmen. Wir sind jetzt bei 22. Politischen Effekt über Setzung der Sicherheit, Erhöhung der britischen Moral um 1000 Punkte zu verzeichnen. Zumal sich diese Häfen später noch als nützlich erweisen können. Also, auf der Karte anzeigen, das sind die beiden Häfen hier. Die sind natürlich sehr wichtig, weil man hier dieses ganze Gebiet kontrolliert. Ansonsten hätte ich noch hier die Häfen. Diese Häfen sind das Problem, wenn er hier Flieger hat, wird er mich natürlich immer versuchen, mit diesen Häfen zu attackieren. Hier ist man aus der Fliegerreichweite raus und man hat einen guten Zugriff auf den Atlantik. Also werde ich ja sagen, meine Moral stärken und diese Häfen annektieren und hoffen, dass doch die 22% nicht zu weit der Abweich. Ja, die Iren protestieren, das ist halt so. Im Krieg werden halt auch Verluste gemacht. Britische Besetzung, USA. Ja, was haben wir gesagt? 5% sind so runtergegangen. Ne, wir setzen die Häfen von Waterford, Irland. Zack. Entscheidung. Polnisches Exilministerium. Der Feind mag zwar unser Land haben, aber unseren Kampfgeist hat er nicht gebrochen. Tausende unserer Soldaten und
sind neutralen Ländern entkommen und Tausende mehr kehren in ihre Heimat zurück, um eine Untergrundarmee zu gründen. Die Frage ist, die uns stellt, soll lauten, sollen wir diejenigen unserer Männer, die entkommen sind, nach England oder Frankreich begeben? Unabhängig davon, welches Land wir entscheiden, hoffen wir es Erlaubnis der jeweiligen Regierung dafür, das jeweiligen Truppen aufzustellen. So, Information. Wenn Sie ja sagen, werden die Erlaubnis der Briten die Möglichkeit haben, die polnische Korps in der Vereinigten Königreich zu bilden. Wenn Sie nein sagen, werden die Franzosen die polnischen Korps in der Nähe von Paris bilden können. So. Ja. Die sollen in England. So, Kriegspropaganda. Das ist okay. Oh, noch ein diplomatischer Erfolg. 5%. Das ist aber Glück. So, das heißt, ich kriege jetzt ein polnisches Korps in England. Das heißt, ich brauche ja ein Korps, um die Häfen zu verteidigen. Das werde ich nächstes Mal ein bisschen noch auf die Strategie ein bisschen mehr erklären. Und weil diese Einheiten reichen jetzt nicht, um hier die Häfen zu verhalten. Ich weiß nicht, ob er nach Fall Frankreichs, ob er dann auf England geht. Das wird natürlich sehr schwierig für ihn. Besonders, weil man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat, wird er wahrscheinlich davon abgesehen, wie ich dann, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, auf dieses Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann vielen Dank und noch einen schönen Tag euch.